Musik ist eigentlich ein Leben. Es ist das Leben, wenn man ehrlich ist. Es ist, man nimmt es schon als kleines Kind oder bevor man geboren ist, nimmt man es schon auf. Es führt dazu, dass es führt zu bestimmten Gefühlen, es führt zu Reaktionen und später, wenn man dann aufwächst, gibt man was dazu oder auch schon als Kind gibt man was dazu. Man lernt, dadurch wächst man. Also in anderen Worten, es beinhaltet im Prinzip alle Bereiche des Lebens, die Musik. Es ist Nehmen, Gefühl und es ist Geben, wenn man die Musik selber macht, aktiv sein, körperliche Abläufe lernen, wie zum Beispiel ein Instrument spielen und natürlich auch verstehen und also in anderen Worten, es ist einfach wie das Leben selbst. I have a smile when I think about you. This gives me in this marvin moon. Mein Name ist Bona Ngumu. Ich komme aus Berlin. Ich lebe in Berlin. Geboren bin ich in Osnabrück und aufgewachsen bin ich in Yaoundé in Kamerun. Und jetzt lebe ich in Berlin. Also als ich ein Kind war, würde ich sagen, war Musik eine natürliche Sache, die immer dabei war, die immer da war, die nicht jetzt spezifisch als Musik definiert wurde, sondern die Klänge, die Stimmen, die Rhythmen, die waren was ganz Natürliches, was Teil war von meinem Leben und was ich nicht jetzt herausgenommen habe als was Spezielles, was Besonderes, sondern es war was, was immer da war, was zu mir gehörte, genau wie ich jetzt auch nicht andere Elemente im Leben rauspicke als Einzelne, habe ich die Musik auch im Prinzip nicht als ein Element gesehen, sondern als Teil meiner selbst letztlich, ne? Und als Teil meines Lebens, des Lebens um mich herum. Heutzutage ist es im Prinzip nicht anders. Es ist weiterhin einfach ein Teil von mir. Es hat allerdings noch zusätzliche Konnotationen, ob positiv oder negativ, das sei dahingestellt, aber es hat sich erweitert, es hat sich vielleicht bereichert, vielleicht ist dem auch ein bisschen was weggenommen worden. Die Selbstverständlichkeit ist nicht mehr ganz so da, wie sie, sage ich mal, als Kind gewesen ist, aber die Musik ist trotzdem Teil. Die ist trotzdem Teil meiner selbst im Grunde. Ich spüre einen Rhythmus im Alltag, wenn ich arbeite, wenn ich, weiß ich nicht, was Banales mache, wenn ich meine Wäsche wasche, dann höre ich Melodien und Rhythmen in meinem Kopf. Das ist eigentlich kontinuierlich so. Ne? Ich singe sie nicht immer oder ich lasse sie nicht immer raus, aber es ist tatsächlich einfach immer Musik da. Es ist natürlich jetzt dazu gekommen, dass ich jetzt Musik eben auch mache, dass das einen beruflichen Aspekt eben bekommt und dadurch hat es was gewonnen, weil ich habe natürlich, es ist jetzt viel differenzierter als es früher war, es hat aber auch was verloren. Es ist viel von der Selbstverständlichkeit und dem sich einfach alles trauen nicht mehr da. Nee.
zu starken Emotionen in uns Menschen und connectiert mit einer bestimmten Message kann es bestimmte Gefühle zu bestimmten Ideen natürlich, mit bestimmten Ideen konnektieren natürlich, finde ich. Und es kann genutzt werden in vielen Bereichen, in der Politik, klar, aber auch in der Wirtschaft wird es ja auch alltäglich genutzt oder auch im Film, da wird es genutzt, um bestimmte Gefühle zu verstärken oder genau, um Angst hervorzurufen zum Beispiel. Als ich klein war, haben wir im Englischunterricht halt einen Song gelernt, ein Spiritual, und der ging so: John Brown's body is lying in his grave. John Brown's body is lying in his grave. And it continues like this. Das ist im Prinzip ein Song, der ein Trauersong, der aber die trauernde Gemeinschaft empowern soll und stark machen soll und zusammenführen soll in diesen schwierigen Zeiten in der schwarzen Bevölkerung in den USA, in der Zeit der Sklaverei. Und als ich meiner Mutter das erzählte, meine Mutter ist eine weiße Deutsche und sie hat das auch im Englischunterricht, auch diesen Song im Prinzip gelernt, aber mit einem ganz anderen Text. Und es wurde ihr erst dann an dem Moment bewusst, was die da gesungen haben. Den Kindern war das zu dem Zeitpunkt nicht bewusst, was die da gesungen haben. Sie haben nämlich gesungen: John Brown's body has a pickle on his nose und so weiter. Und die haben es ins Lächerliche gezogen, den Schmerz der anderen und das Empowering, was dieser Song bedeuten soll, haben die Leute im Prinzip ins Lächerliche gezogen und das halt schon eingeführt in der frühen Kindheit in der Schule. Rise from the ashes like a phoenix sun. Ich glaube, was ich mit Musik machen, bewirken möchte in mir selber, primär, ist erstmal mich zu fühlen, mich zu leben, meine Gefühle, meine Ideen zu kanalisieren, beziehungsweise zu einfach ihren Lauf lassen. Es ist auch für mich als Kind war es schon einfacher, mich auszudrücken oder meine Gefühle auszudrücken in der Musik, also im Singen, im Musikmachen, als im Reden oder manchmal in der direkten Kommunikation. Ich denke, das spielt eine große Rolle bei mir. Abgesehen davon möchte ich gerne andere Menschen über die Musik spüren und mich bereichern, mich selber bereichern an der Musik, die da ist, von anderen oder von mir selber. Und ich möchte natürlich auch Gemeinschaft erleben, weil das ist, man erlebt in einer Gruppe, wenn man zusammen Musik macht, wie ich schon vorhin sagte, ein ganz besonderes Gefühl der Zugehörigkeit und des Miteinanders, des Zusammenseins und der Intertwining von Gefühlen. Und das ist was
was ich persönlich nicht in vielen Aktivitäten erlebe, aber ganz speziell schon in der Musik. Und natürlich möchte ich weiterhin lernen. Ich lerne unglaublich viel, speziell über die Musik, aber auch mit der Musik über andere Sachen. Und ich möchte noch weiterhin sehr viel lernen und meinen Horizont durch die Musik eröffnen. Ich glaube, dass das zumindest für mich einfacher ist, über die Musik, oder es ist ein Weg, es über die Musik zu machen, die Welt zu erleben einfach. I'm in this mood. This is a love, love, love declaration. Just